Klar gibt es hier einige schöne, interessante, auch hintergründige Bilder in dieser Walküren-Wiederaufnahme bei den Bayreuther Festspielen. Valentin Schwarz hat Regie geführt, letztes Jahr war Premiere, heute wie gesagt im zweiten Jahr zum ersten Mal die Walküre zu sehen. Das Schlussbild hat mir ziemlich gut gefallen, weil es ja auch das ganze Pathos, diesen Feuerzauber konterkariert. Wotan lässt sich hier von Fricka quasi scheiden, indem er den Ehering in ein Weinglas platschen lässt. Es gibt keinen großen Feuerzauber, der wird wirklich hier konterkariert, es wird das vollkommen anders gezeigt und dieser Kontrast macht die Szene sehr stark, wenn doch der ganze Abend so gewesen wäre. Ansonsten bleibt wieder der Eindruck wie im letzten Jahr. Es ist eigentlich immer wieder eine Garnierung nur dieses Rings. Es gibt ein paar Einfälle, die vordergründig interessant sind, dass Sieglinde schwanger ist, offensichtlich von Wotan und vieles andere auch und man grübelt nach drüber, warum muss das eigentlich sein und das ist ja interessant, was könnte das bedeuten und das Dumme ist, es bedeutet dann gar nicht so viel. Wie gesagt, es ist eine Garnierung, es bringt keine zusätzliche Ebene in diese ganze Geschichte ein und man wünscht dieser ganzen Sache auch einen Dramaturgen, der dann auch mal mit der Logikpolizei rübergeht, weil da sind einige Sachen einfach offen und unlogisch und hängen in der Luft und werden nicht weitergeführt und das ist sehr, 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 sehr schade. Valentin Schwarz stellt sich hier selbst ein Bein, indem er, wie gesagt, immer wieder auf diesen Realismus sich zurückzieht, auf diese Art Wotan-Clan-Geschichte. Aber da hängt eben sehr viel in der Luft von den Handlungsfäden. Musikalisch hat es einen großen Sprung gemacht. Pietari Inkinen ist nicht nur besser als Cornelius Meister im letzten Jahr, sondern er ist auch besser als im gestrigen Rheingold. Da ist sehr viel zu hören an Feinheiten, an Details. Er ist manchmal zügig unterwegs, aber verweilt dann auch mal. Insgesamt scheint es mir, dass er mit dem Orchester sehr gut zurechtkam. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Schönes dabei und es macht Spaß, dazu zu hören. Von den Sängern her, es hat auch einen großen Sprung getan, weil Catherine Foster, die neue Brünnhilde, die bringt hier eine ganz andere Dimension, diese Walküren-Aufführung. Klaus-Florian Vogt, da muss man nicht viel dazu sagen. Vielleicht so viel, dass er jetzt mittlerweile sehr stabile Töne gewonnen hat. Also es ist nicht nur mehr dieser Lohengrin-Ton, den er normalerweise hat als Siegmund, merkt man auch, jetzt ist da auch ein geschärfter Held dabei. Die Siegfried-Einsätze, er hat ja gerade in Zürich als Siegfried debütiert, die haben der Stimme gar nicht schlecht getan. Also die entwickelt sich wirklich sehr gut weiter. Georg Zöpfenfeld muss man nichts mehr dazu sagen als Hunding, das ist eine sichere Miete. Elisabeth Teige als neue Sieglinde, die macht das hier mit einer großen Emphase, aber man hat manchmal auch bei ein, zwei Tönen ein bisschen Angst um diese Stimme, das ist so ein kühles Lodern und es kommt dann auch an Grenzen, es versteift sich auch etwas leicht. Vielleicht sollte sie mal ein, zwei Gänge zurückschalten, es würde der Stimme ganz gut tun. Christa Meyer hat mir wesentlich besser gefallen als letztes Jahr bei den Bayreuther Festspielen als Fricka und Tomasz Konieczny als Wotan, der zieht hier die ganz große Wotan-Show ab. Das kommt beim Publikum sehr, sehr gut an. Er ist tief in diese Rolle reingekrochen, das merkt man, aber manchmal überdreht er auch und überzeichnet und das ist nicht immer sachdienlich, sondern auch manchmal ziemlich egodienlich. Also er hat schon ganz große Reserven, aber wie er das gestaltet, das ist manchmal auch ein bisschen eine Ego-Show und das ist ein bisschen schade, aber auch da hätte vielleicht ein Regisseur ihn ausbremsen müssen.